Hallihallo, Hallöchen, meine lieben Freunde, und herzlich willkommen zurück zu Imperion Galactic Survival. Und wieder mit am Start ist der Gabax. Jo, hallo Leute. Ja, und der Revano ist wieder nicht am Start, aber ihr wisst ja Bescheid, letzten Part haben wir es ja gesagt. Genau. Ja, was machen wir heute? Ich baue jetzt die Fenster zu, ich habe jetzt die Tasten umbelegt. Gabax wird jetzt noch ein paar Constructor bauen. Wir haben noch ein bisschen was uns jetzt in der Pause ausgemacht, was wir so machen. Genau, ich habe jetzt ein bisschen Eisen gesammelt. Ja, das sollte jetzt erstmal reichen, damit wir einen Constructor bauen können, damit er seine Fenster fertig bauen können. Kann. Und genau. Jetzt muss ich mal gerade schauen, ne, wie so ein Constructor nochmal gebaut wird. Ich baue mich jetzt erstmal einen kleinen. Wir haben uns nämlich gerade beschlossen, dass wir einen kleinen Constructor bauen für die Ressourcenverhüttung quasi, also um hier die Barren zu bauen. Und nochmal einen großen, ja, damit wir halt uns gegenseitig nicht ständig im Weg stehen beim Bauen. Ach, guck mal, ja. Die kannst du. Was kannst du? Kannst du die drehen oder so? Wenn ich jetzt blöd, sind die hier anders aus? Fuck, ich brauche Nahrung. Nein, ich verrecke. Guck mal, die kannst du. Kannst du die drehen? Die sind doch jetzt hier an. Guck mal, hier, die hier an der Wand zeigen nach oben, oder? Und die zeigen nach unten, oder? Oder bin ich jetzt blöd? Nee, die zeigen, glaube ich. Ich glaube, das sieht nur vom Schatten so aus. Nee, die sind gleich. Die sind, das liegt, glaube ich, daran, weil durch die einen da jetzt gerade Sonne kommt aus Westen. Na gut, dann. Weil es so wird ja jetzt auch langsam dunkel. Es wird Nacht. Jetzt muss ich mal schnell gucken. Also Dings ist fertig. Die Fenster. Ich mach das oben. Ich mach das mit Blöcken oben. Doch noch drauf. Ich mach da doch kein Fenster rein. Ach, da ist er. So, jetzt gucke ich mir das mal von außen an und dann kann ich jetzt immer noch entscheiden, ob wir das jetzt wegräumen oder nicht. Wegräumen. Ob wir jetzt hier das hinten zumachen oder nicht. Wo bauen wir den? Warum kann ich den nicht bauen? Das sieht schon komisch aus, muss ich sagen. Pack mal den Konstruktor rein. Was machst du da? Ich bin ins Wasser gehüpft. Ach shit, der kleine Konstruktor, der ist. Das war ein doofer Plan. Der ist gar nicht für Base gedacht, der ist nur für Small Weasels. Aber ganz egal, dann haben wir jetzt schon einen gebaut für später, für unser kleines Raumschiff. Ja, auch gut. Ich werde jetzt aber ganz schnell mal jagen gehen. Ich gucke mich jetzt hier mal drinnen um und schauen wir mal, wie wir das dazu machen, weil das sieht doch nicht so schön aus. Mit dem Loch dort drin. Sniper benutzen hier. Aber ich bin halt am Überlegen. Warte mal, wir bräuchten. Sollen wir das auch so zumachen mit Fenstern? Nee, hier, das ist doch auch geil. Auch so zumachen? Das ist doch auch geil hier. Nicht so geil? Richtig geil. Nee, das ist auch geil, hab ich gesagt. Auch geil, hab ich gesagt. Auch geil. Ja. Ich hab auch gesagt, ich bin Ossi. Auch. Ah ja, da war ja was. Okay, dann machen wir mal, ich guck mal, wie das aussieht. Das würde mich jetzt mal kurz interessieren. Genau. Ach du Scheiße. Nein, du stirbst langsam, mangels Nahrung. Nein. Ja. Es wird alles gerade verschwommen dargestellt, das ist schon mal nicht so schön. Hä? Nee. Was ist das denn? Aber ich muss sagen, unser Haus ist ziemlich hell erleuchtet durch die Lampe. Gut aus. Okay, dann machen Hast wir Hast du jetzt schön gemacht. Ne? Das ist ja feine Art angeschrieben. Ne? Hast du fein gemacht. Also, ach, danke. Und das aus meinem Munde. So, das jetzt schnell was essen. Stimmt. Das stimmt. So, wir brauchen jetzt mal noch, wie viel Glasplatten? Silizium, haben wir noch Silizium da? Ich glaube ja. Och, Silizium haben wir genug. Da kann ich noch ein Glasdinger machen. Hier gefarmt wie ein Held. Wie ein Weltmeister. Wie Revano 2.0. Was? Was, Revano? Ja, ich greife gerade zwei Viecher an hier und ich kann nicht so schnell schießen. Oh, ich bin Level 9. Und warum sagst du Revano 2.0? Das habe ich jetzt nicht so ganz bekommen. Ja, weil Revano doch immer derjenige war, der die Ressourcen beschafft hat. Ach so. Oh, sorry. Ach so. Ich stehe manchmal echt übelst auf dem Schlauch. Zumindest aber heute. Übel. Also heute ist irgendwie bei mir der Schlauch drin. Der Wurm drin. Der Schlauch drin. Alter Schwede. Okay, wie brauche ich denn davon? 1, 2,
3, 4, 5, 6, 7, 8, denke ich mal. Da muss ich noch 5 bauen. Ich mach mal lieber 10. Sag mal, brauchst du... Warte mal, hab Jetpack an. Okay. Brauchst du nichts zu essen, sag mal? Ich hab vor uns was gegessen. Okay. Wundert mich, weil... Ich hab noch so ein... Verzweifelt, bin schon fast am Sterben hier die ganze Zeit. Du bist am Konstrukt. Kannst du mal einen großen Konstruktor bauen? Setz ihn hier irgendwie in die Ecke oder so, keine Ahnung. Hier auf die andere Seite. Und dann können wir da eigentlich noch einen dritten dazwischen bauen. Das ist eigentlich passend, ne? Großer Konstruktor. Weil, Cockpit, ich brauche Munition. Kannst du mir vielleicht Munition herstellen? Ginge das? Warte mal, ich lass dich gleich ran am besten. Du lässt mich ran, das ist ja nett. Das hat sich jetzt auch falsch angehört. Nein. Okay, komm, also geh erstmal du ran. Du da mal da, also, genau, geh du erstmal ran. Danach kannst du dich waschen. So. Was hast du gesagt? So, und zwar einmal ein paar Kugeln. Ja, toll. Du hast natürlich alles blockiert hier mit Glasplatten. Ja, die möchte ich gerne trotzdem zu Ende bauen. Ja, geht ja nicht. Soll ich hier die ganze Zeit stehen und warten, oder was? Ja, ja nicht. Kurz ja. Nein. Kurz? Das dauert viel zu lange, bis die Dinge fertig sind. Sag mal so, mit dem kleinen Konstruktor, draußen haben wir noch einen. Ich weiß ja nicht, ob der Kleine draußen, willst du kurz gucken, ob der Kleine draußen auch Munition herstellen kann? Weil dann kann ich das auch draußen machen, an dem. Weil bis wir hier einen zweiten großen Konstruktor haben, braucht ein bisschen Elektronik. 1, 2, 3, 4, 5, 3, genau, da, den Rest haben wir noch. Läuft schon. Da braucht man noch Metallkomponenten. Das sind die hier. Okay. Schade. Das... Ach, warte mal, wenn ich das vielleicht 8, 9. So noch und drehe. Und Kabel haben wir. Upp. So drehe. Zwei Motoren. Motoren. Das geht einfach nicht. Warum geht das denn nicht? Brauch wieder Kabel und jetzt baut Daddy zwei Stück davon. Brauche ich also wieder zwei Elektronik, weil die verbraucht werden. Dann Kabel haben wir genug. Und zwei, vier Metallkomponenten. 1, 2, 3, 4. So. Sollte dann eigentlich passen. Könnte ich ja eigentlich so machen. Eigentlich so, aber auch nicht. Oh, es ist gerade bisschen kompliziert, das hier zu bauen. Höchstens ich mache das da oben ran. H2O-Flasche nehmen hier. Ah, schön. Frisches Sauerstoff. Frischer Sauerstoff, meine ich. Frisches Sauerstoff. Hochkonzentrierter Sauerstoff. Ach, das schön. Ist doch kacke, das funktioniert nicht. Warte mal, dann machen wir gleich. Halt, das ist schon wieder die falsche Taste. Hörst du mich noch? Ja, natürlich. Weil ich wieder die Tasten gedrückt habe, versehentlich. Achso, versehentlich irgendwelche Tasten gedrückt. Nee, nicht irgendwelche, sondern die Tasten. Die Tasten. Ach so, die. Die Tasten des Todes. Richtig. Das aus. Da kommt schon wieder Viecher. Und die mit dieser komischen Pflanze auf dem Kopf hier, die sind so schlimm. Scheiße, das funktioniert so nicht. Auch lad doch nicht so lange nach hier. Bin ich schon wieder vergiftet. Ach, Mano. Nee, also das wird so nix, wie ich das gedacht habe. Ach man. Ich kämpfe hier um mein Leben. Soll ich den echt mit solchen hässlichen Klötzen bauen? Das ist doch Mano. Tatsächlich, hier draußen kann ich auch Munition für das Maschinengewehr bauen. Du hast jetzt mein Zeug hier abgebrochen, oder was? Ja, musste ich. Ja, musste. Weil ich, ja, pass auf, lass mich jetzt noch den Konstruktor bauen und danach kannst du da weiterbauen. Weil, ne? Weiß schon. Soll ich ein bisschen jagen gehen? Ich war gerade kurz jagen. Ich kann es aber auch jagen gehen, ja. Auch schön mal drüber geredet haben. Musste kurz nachdenken, Alter. Bevor ich was sage. Du weißt, erst denken, dann sprechen. Die Glasplatten brauchen apropos nicht mehr gebaut zu werden. Stimmt, die kann man jetzt lassen. Weil das funktioniert nicht so, wie ich das wollte. Muni?
Hört sich jedenfalls so an. Ich baue mal den großen Konstruktor, ne? Und danach können wir noch den... Ach genau, dann baue ich jetzt noch schnell zwei Computer und baue dann den Sauerstoff... Sauerstoffgenerator. Wo sind denn eigentlich unsere Triceratops hin? Das weiß ich auch nicht. Vielleicht wurden die aufgefressen. Ausgelöscht. Vom Meteor getroffen. Keine Ahnung. Na, oder die sind... Alter, warum stirbt das Tier? Oder die sind Alter. Okay. Oh, sorry, ich verliere mal Faden. Oder die sind... Das sind jetzt diese komischen Alien-Viecher. Könnte auch sein, ja. Stimmt. Den Platz eingenommen haben. So, warte mal. Jetzt, warum kann ich hier eigentlich nicht in die Base? Ach doch, jetzt. Ich bin schon gewundert, ich konnte nichts in die Base setzen. So. Aber ich kann, muss ehrlich zugeben, ich kann hier auch nichts drehen, ne? Von den ganzen Sachen hier. Das könnte immer wieder hell werden. Achso, das dauert ja hier so ewig. Ja, ja. 9 Minuten steht. Ja, ich kann jetzt auch nichts drehen irgendwie. Dann musst du dir wohl auch die Tasten umlegen. Oh, jetzt habe ich auch gerade Giftbiss, habe ich auch gerade, apropos Bekanntschaft. Ach du Scheiße. Achso, ist bloß der Ausdauer, okay. Na gut, dann baue ich jetzt hier einfach das Ding, ich weiß ja nicht, kann man da dann noch dran? Ach, Kacka. Kack. Möchtest du das dann vielleicht setzen, weil ich kann es nicht drehen? Ja, ich baue es rein. Hau es rein. Dann brauche ich jetzt noch ein paar Elektronics. Schade, dass man hier nicht die Gamma hochstellen kann. Gamma. Obwohl könnte man ja mal hier... Nee, geht nicht. Geht auch nicht in der Auflösung oder so. Also in der... Im Option kannst du auch Gamma nicht hochdrehen. Was ist das denn für eine Kacke? Ja, ist echt schade, ne? Ist so dunkel. Dunkel. Na, für mich nicht. Ich sehe ja alles, aber die lieben Zuschauer... Genau, das ist eben das Problem. Ich sehe ja auch, aber... Ne? Weil, wie die Augen aufmachen. Aber dann kommt es immer darauf an, was für einen Kontrast man hat. Oder ob es ein dynamischer Kontrast ist, oder was weiß ich nicht, ne? Weiß schon. Ja, ich sehe auf YouTube immer alle Videos gut, muss ich sagen. Okay. Aber ich dann habe ich wieder solche Kommentare. Ach, guck mal, ein schwarzer Adler auf schwarzem Hintergrund. Oder so. Das ist ja Nein. Alter, diese Wer Viecher halten so viel aus. Ich bin ja fast tot. Oh, ich auch. Gemerkt. Alter. Warum? Warum? Weil du tot bist. Bald. Na. Meine Güte, also so oft wie in dem Spiel bin ich, glaube ich, noch nie gestorben. In anderen Spielen. Und ich bin schon wieder Vater. Drilling. So, current location. Kochende? Genau, Alter. Bin ich richtig weit weg hier. Aber meine Energie muss natürlich meine Leiche finden. Was natürlich gerade richtig blöd ist, warum die Energie so langsam auflädt. Das würde ich auch gerne wissen. Ja, meinst du jetzt die Lebensenergie oder die Ausdauer? Lebensenergie, Ausdauer aber auch. Ausdauer, die. Lebensenergie, die kannst du in unserer Base aufladen. Ich weiß, das meine ich doch. Wie langsam die an dem Gerät. Ach so, ja, stimmt, das haben sie ziemlich langsam gemacht jetzt. Warum auch immer. Was schreist du denn so? Weil ein Alien vor unserer Tür war. Ein Alien. War wahrscheinlich das Alien, was mich getötet hat. Getötet hat. Ja. So, zack, zack. Bei Steaks, saftige gegrillte Steaks bauen. Oder Rips, das ist auch gut. Bei Rips. Alter Scheiße. Los. Ist brand oder was? Ja, das hab ich auch stehen. Nein, kann ich nachladen. Oh, mach mal das Ding kaputt. Dein Magazin ist kaputt, was? Nein, ich habe keine Munition mehr. Wow, das hat gut Fleisch. Sehr schön.
Du musst dann direkt an Food gehen, ach, an Heilungsdings gehen, an der Heilungsstation und dann kannst ja. du, ist das Gift auch weg. Ja, weiß ich. Nur das dauert trotzdem ewig, bis du voll geladen bist. Nur unterwegs hast du ja meistens nicht so eine Heilstation einfach mal im Petto. Da musst du halt dann irgendwie ein Medipack nehmen oder so. Ja, aber da war alle in Sprache für alle Peter, oder? Ja, ach, ist doch normal, weißt du doch. Nimm mir jetzt bitte nicht das ganze Fleisch raus, ja? Ich tu eher Neues dazu, Nase. Das, sehr gut. Wo ist eigentlich unser Kühlschrank? Ja, wir hatten, glaube ich, noch nie einen. Nein. Nein, nein, nein. Haben wir denn hier einen? Oh, das ist gut hier. Was ist denn das RCS? Das ist ein Stabilisierungssystem. Alter, wie viel Fleisch hast du? Stabilisierungssystem für Raumschiffe. Okay, wo ist der Kühlschrank? Den müssen wir mal irgendwie hinzumachen. Okay, wo ist der Kühlschrank? Genau, so, warte mal, jetzt haben wir ja genug Fleisch, das ist gut. Dann kannst du jetzt mal den Constructor erstmal irgendwo hinsetzen. Hier daneben so. Kühlschrank, kann man nicht bauen. Am besten genauso gedreht. Kabel. Okay, dann mach du mal einen Kühlschrank schnell. Ich hab das Ding schon rausgenommen. Okay, dann am besten genauso gedreht hier wie... Wie der? Ja, genau, damit du auch so leicht rankommst an die hier. Warte mal, was brauchen der Kühlschrank? Zwei Kabel. Eins, zwei. Kabel. Kupferbacken haben wir ja genau. Und zur Not, Kupfer liegt dem an. So, jetzt wird ein Kühlschrank T1 gebaut. Warte mal, ich muss mal hier ins... Scheiße, der Constructor kostet ja viel. Ja und, hab ich doch gebaut. Hä? Ja, weil das dann scheiße ist, wenn ich die jetzt da hinsetze. Wo setzt du denn hin? Wenn ich die jetzt hier daneben setze, dann... Setz ihn einfach hier in die Ecke, hier. Siehst du den in voller Pracht und wenn dort eine so eine Wand eingebaut? Ja. Ja. Hallo? Setz ihn doch hier in die Ecke. Und dann? Ja, und dann. Dann ist er schöner. Da hast du. Nee, ich meine, bloß wollen wir nicht lieber mal den nochmal wegreißen, mit reinsetzen, einfach nur, dass es symmetrisch aussieht. Ja, später. Aussieht. Dann bauen wir hier noch einen zweiten hin, hier, weißt du? Und dann können wir den abreißen später, wenn er ausgedient hat. Weißt du? Ja, ich meine bloß, weil hier, guck, das sieht jetzt scheiße aus irgendwie. Nee, ist doch okay. Was sieht denn daran scheiße aus? Nur weil das Display an der Seite nicht hast, was eh keine Funktion hat? Nein, weil das Ding hier in der Wand drin ist und hier ist es halt nicht in der Wand drin. Ja und? Du verstehst mich nicht. Ist doch egal. Warum ist immer alles ist das egal? Halt nicht in der Wand drin? Warum hast du keinen Kühlschrank alles gemacht? Ja, alles egal. Kannst du mal die Hälfte an Materialien rüberpacken? Kannst du dir gleich machen. Kannst du dir gleich machen? Ach, ich finde es. Lass mal das mal. Lass das generell. Achso, das ist ja für Dings. So. Kannst du jetzt mal fertig werden mit deinem Generator? So, endlich. So. Jetzt werden wir nicht frech, so, ja, das ist schrecklich. So, Eisenbarren, Siliziumbarren. Immer dann, wenn ich gerade was brauche, dann sitzt du da dran. Ich weiß, ich sitze auch dran, wenn du dran bist. Oh, das sieht aber schick aus, der Kühlschrank. Guck mal. Ja. Weiß ich. Ich hab ihn ja auch gebaut. Davon ein paar Teile. Die Dinger rüber. Ja, sollte passen. Dann kannst du jetzt immer den rechten nehmen. Ich nehme den linken. Dann baue ich mir da entsprechend jetzt die Sachen so erstmal zurecht. Da mit basteln kann. Basteln. So, was haben wir denn hier noch für Fleisch? Was ist denn das für Alien-Teile? Was ist denn damit? Warum kann man das nicht. Ja, keine Ahnung. Gucken wir mal, was wir das brauchen, Alien-Teile. Dann legen wir mal das Fleisch hier in den Kühlschrank. Ja, ich habe das Fleisch schon einstecken, um im Kühlschrank zu legen. Wie spät haben wir es denn eigentlich? Ich. Im Spiel oder so? So? Keine Ahnung. Meine Fresse, wo ist denn. Was ist denn, wo ist denn? Ich weiß nicht, für was man diese Alien-Teile braucht. Weiß ich auch nicht. Großes Fleisch. Ist jetzt jedenfalls wahrscheinlich irgendwas herzustellen. Irgendwas aus. Dem Nahrungsmittelprozessor. Gehe jetzt einfach mal stark von aus. Also hier in dem Alienplasma, Alio, keine Ahnung, also Alienplasma.
Ich tue mal die Alien-Teile mal in den Kühlschrank rein, nicht, dass die irgendwie kaputt gehen. Vielleicht brauchen wir die noch. Ernsthaft, der Kühlschrank hat nur so wenig Platz? War das echt die ganze Zeit schon so, dass du so wenig Platz hast? Kannst du mal noch einen Kühlschrank bauen? Der hat... Alter! Der, ja, scheint so, ne? Ja, ich kann gerne noch einen bauen. Dafür brauche ich aber schon wieder Materialien. Das braucht ein Computer. Der braucht schon wieder Electronics. Und dann braucht er. Braucht er denn noch? Okay, auch noch, ich kann aber auch mal was essen nebenbei. Teilweise braucht er sehr lange zum Produzieren hier. Gut, ich habe jetzt das ganze Fleisch aufgefressen, weil ich so viel Hunger also hatte. Also brauchen wir keinen zweiten. Naja, schon. Naja, ich habe ja noch was, was ich gerne in den Kühlschrank legen würde. Okay. Hast du auch die Alien-Teile gerade reingelegt? Ich habe keine Ahnung, für was die sind. Keine Ahnung. Das Schimmelige können wir aber noch gebrauchen, ne? Das weißt du ja. Ja, ja, das kann man, das brauche ich dann für meine Beete. Genau. Boot und Beete, was? Was? Nee, das war doch nicht. Nee. Bei Kabel? Hä? Alter, für was brauchte man denn jetzt das verdorbene Lebensmittel wieder? Ach, hier für Nahrungslösung, Nährlösung. Ja. Gesagt. Und dann kommt das Gerstenmehl, was eigentlich Gesteinsmehl ist. Hm, verstanden. Schwerkraftgenerator, okay, den brauchen wir jetzt nicht. Gut, warte mal, ich habe doch jetzt ein Cockpit schon. Ich habe einen Generator. Dann brauche ich wahrscheinlich noch Fuel. Warte mal, ich baue jetzt an den Kühlschrank, ne? Denkt der schon wieder an meinem Konstruktor? Ich bin an meinem Konstruktor. Oder bist du jetzt. Oder das, der linke ist meiner. Ach so. Na, dann geh ich wieder. Ja. Er hat doch gesagt, links ist meiner, rechts ist deiner. Habe ich nicht zugehört, so. Entschuldigung. Ja. So, Generator. Legt mir das schon mal zurecht hier. Generator. Cockpit. RCS. Ich habe einen Treibstoffgenerator. Ja, sieht gut aus. Treibstofftank. Die so, ich Turbinen, Richtungsschubdüsen? Andockplatten, nee, warte mal, wo war denn? Ach genau, Schubdüsen. Das sind Richtungsschubdüsen und das sind Schubdüsen, okay. Aber den H2O-Generator, den hast du jetzt noch nicht gebaut, ne? Habe ich das jetzt so richtig gemerkt? Wassergenerator, O2-Generator. Richtig, den habe ich noch nicht gebaut. O2-Tank war das doch, aber nicht... Na klar, O2-Tank, nicht H2O, du Nase. H2O ist doch Wasser. O2, ich hab doch gar nicht H2O. Habe ich H2O? Nee, ja. Ich sagte, den für destilliertes Wasser, den brauchen wir noch. Also Wassergenerator. Das, ja, heißt der Wassergenerator? Kann sein. Weiß es gerade gar nicht. Welcher ist denn jetzt in der Größe? Nee, Sauerstoff ist in der Größe von dem, hier, von dem Dingsbums hier, ne? Von dem... Ah, von der Heilungsstation. Ja, genau. Kann es sein, dass ich hier nicht alles bauen kann irgendwie? Irgendwie vermisse ich irgendwas. Na, du schaltest doch was frei, ne? Ja, ja, aber irgendwie... Gut, ich brauche jetzt erstmal... Ach genau, ich hatte glaube ich mir erstmal vorgestellt, den Ground Weasel zu bauen und dann schließend dann ist das Raumschiff. Nein, ich glaube, so war das. Will was? 9 Metallkomponente brauche ich. Ich baue jetzt mal den Wassergenerator und diesen O2-Tank, ne? Ja. Dann nicht, dass du den baust, weißt du? Nee. Genau, Ground Weasel. Da habe ich jetzt... Noch ein Steuergerät. Ah ne, das ist das Kapitel. Hoppala. Hover Weasel, das mein. Noch ein Steuergerät. Da habe ich Licht. Computer und Motor. Computer. Blocks. Computer und Motor. Wo ist jetzt der scheiß Computer? Computer.
Ach ja, was brauchst du denn dazu schon wieder? Elektronik und Steuergerät. Small Wiesel. Da kann ich auch schon versuchen, wie das ist. Elektronik. Lackierpistole. Base. So. Okay, den kann ich noch gar nicht. Wo ist ein Tank? Also jetzt machen wir erstmal den hier. Und das Capital Wiesel. Ich finde aber das Crafting-Ding hier eigentlich ganz cool gemacht. Dass du so immer aus den Teilen ein paar Teile rausmachen musst oder wieder Teile rein. Also dass du immer aus Teilen Teile baust. Finde ich cool. Mhm. Ja, aber es dauert halt teilweise echt lange, ne? Das ist irgendwas so randekist hier. Der O2-Kanister ist nicht mehr so groß wie. Nein, du musst die O2-Station bauen. Und da dran muss der O2-Tank. Ach so. Die O2-Station, also die mit dem roten Block da dran, ne? Oben links. Und dann halt noch die O2-Tank. Wir müssen anbauen. Den kleinen. Bitte? Wir müssen anbauen. Ja, sag ich doch. Das ja, kommt bald. Eng und so klein hier. Mm. Merken. So. Computer und Motor, Computer und Motor, Computer und Motor, Motor, Computer. Das, das und das. Sag mal, da habe ich doch jetzt eigentlich alles für. Ja gut, dann baue ich jetzt erstmal. Baue ich direkt ein Raumschiff oder baue ich jetzt ein Wiesel? Ich weiß es nicht. Was meinst du? Es gibt aber keine O2-Station. Na klar. Kann ich aber eine nicht O2-Station. Bauen. Ich kann die bauen. Ach, dann habe ich vielleicht mal einen Technikbaum mal weitermachen, ne? Das ist völlig richtig. Obwohl, ich bin ja erst Level 6. Du bist ja schon Level 8. Ah, ja, vielleicht liegt das daran. Ach, schau mal, ich kann aus Wasserstoffzellen, Wasserstoffflaschen meine ich, kann ich Kraftstoffzellen Hydrogen herstellen. Dann sind wir nicht mehr auf Kraftstoffzellen angewiesen, wahrscheinlich. Keine Ahnung. Denke ich mir mal so. Soll ich die bauen dann, die O2-Station? Die O2-Station. Ich habe die gerade. Die Sauerstoffstation. Kannst du gerne bauen, ja. Okay, dann baue ich die jetzt. Bevor du da nicht zur Rande kriegst. Ach, und diese Dings, diese Wasserstation muss ich raus ins Wasser bauen. Genau. So wie beim Sauerstoff-Tank-Generator, wie das heißt. Der halt Sauerstoff produziert. Stoffgenerator, glaube ich, heißt der. So. Brauche ich noch 3 Rohre. 3. Okay. Ne, ich brauche ja ein paar mehr. Dann müsste ich ja den mal Energiekern. Hast du noch Energiekerne bei dir drin? Stopp, die sind hier hinten drin. Du hast doch welche. Kraftstoffzellen meinst du? Ja. 16 Stück. Soll ich die alle reinstecken dort? Also nicht alle, also soll ich voll machen, das Ding mit den Energiezellen? Weil dann brauchen wir auch bald wieder Energiezellen. Warte mal. Hier draußen steht doch ein Constructor, apropos. Ja, habe ich doch gesagt, der Kleine, aber der kann nicht viel. Aber weil du gesagt hast, dass du an der Base... Hä? Was rede ich denn jetzt gerade? Ja. So, ich stell... Alter, der O2-Generator ist ja riesig. Okay, ich habe den O2-Generator jetzt mal hingesetzt. Also wenn ich jetzt... sind alle Energiezellen weg, ne? Wo? Ich mache den bloß zur Hälfte voll. Das reicht doch. Was willst du denn voll machen? Draußen Kraftstoffe für einen Wassergenerator. Na ja, das brauchst du nicht voll... Mach doch nicht voll. Ich mache bloß die erste Reihe voll. Den Rest lassen wir drin. Der produziert jetzt erstmal ein bisschen destilliertes Wasser. Womit wir dann hier Nährboden bauen können. So, und jetzt hier musst du dann jetzt irgendwie den Sauerstoffgenerator daneben packen. Den Tank. Den Tank hab ich. Ja, kannst du den hier über die Tür bauen? Passt der? Oder? Geht das? Ja, würde passen. Ja, dann mach. Ja, perfekt. Dann kann man da nämlich Sauerstoffflaschen reinpacken. Lol, da passen 2 Flaschen rein. Na toll.
Also wenn du einmal kurz hier Sauerstoff tankst, dann musst du schon wieder nachtanken da oben. Also sollten wir lieber zwei da hinstellen. Tja. Oder nee, lass den erstmal. Wir warten, bis wir den großen bauen können, weil es gibt auch noch einen großen, so wie es früher war. Hm? Das heißt früher. Und dann stellen wir den daneben oder quer da drüber. Oder so. Wir müssen den Part beenden. Ja, dann mach das doch schön. Ja, hast du denn keine Uhr an oder was? Nee, ich hab dich doch schon gefragt, wie spät es ist. Ach so, rum hast du das gemeint? Ich dachte, die Uhrzeit in echt. So, ja, deswegen habe ich gefragt, in echt oder? Nein. Ja, meine lieben Freunde, dann würde ich sagen, war's das für heute. Wenn ihr bei Gabax, ne, dann unten Videobeschreibung. Und ja, wir sehen uns dann beim nächsten Part wieder. Bis denn. Ciao. Jo, ciao.